Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, so wie im neuen Jahr 2016. Ich wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr. Das ist ja die erste Aufnahme, die ich dieses Jahr mache, deswegen ja, wollte ich das mal mit da lassen. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und wie gesagt, angezockt, Loco Cycle, ich bin der Onkel, willkommen. Und ja, was ist Loco Cycle? Loco Cycle ist ein Motorrad, also man steuert hier ein Motorrad. Das ein Eigenleben hat, das eine KI hat, heißt Iris und spricht auch und bla bla und ist vor seinen Herstellern sozusagen abgehauen und der Mechaniker, der hat sich mit seinem Schnürsenkel im Rad verheddert und den schleifen wir jetzt die ganze Zeit mit hinterher und wir werden natürlich von den Herstellern bzw. von dieser Gruppierung da verfolgt und gejagt. Und dazu gehören die Men in Black, also ich nenne die mal so, weil das sieht aus wie die Men in Black, alles voll Men in Black. Und von einem Motorrad auch ein Gegenspieler, und zwar eine Harley oder sowas, das ist irgendwie so ein Chopper. Der wird gesprochen von Robert Patrick, das ist der Schauspieler, der Terminator 2, den T-1000 gespielt hat, falls ihr euch noch erinnert. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal. Es ist jetzt hier schon meine vierte Aufnahme, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Das erste Mal war es zu laut. Das zweite Mal habe ich das ganze Tutorial, das hat gequatscht, der hat gequatscht, da konnte ich nichts sagen. Im dritten Mal, da hat die ganze Aufnahme rumgesponnen. Beim vierten Mal kam mein Sohn rein, das ist sogar schon die fünfte Aufnahme. Und ja, jetzt habe ich auch meine Ruhe und es geht los. Ja, es ist wieder so ein Spiel, was mich ein bisschen angesprochen hat, weil es mal wieder was anderes ist. Es ist kein 0815 Shooter, es ist kein 0815 dies, sondern es ist einfach mal ein Motorrad, ja, Motorrad-Racer auf eine ganz andere Art und Weise, was aber echt lustig ist, muss ich sagen. Und das Lustige ist, diese Frau, ist diese Iris, ja, Pablo hängt hinten dran, genau, den Namen habe ich jetzt natürlich vergessen. Das Lustige ist wirklich, dass die Iris ihr Sprachzentrum verloren hat, das ist ausgefallen. Und immer wenn Pablo da hinten sagt, ah, lass mich los, versteht die was anderes. Das finde ich immer ultra lustig. Und da ist auch schon die Robert Patrick. Spike hieß er, genau. Ja. Kann man leider nicht wegdrücken. Ich werde euch das tun, weil ich will ja euch die Story nicht verraten. Ich muss aber auch sagen, dass ich so richtig den Anfang gar nicht mitbekommen habe, weil ich ja eben ein Angezockt von Anfang an drehen machen wollte, aufnehmen wollte. Aber leider habe ich das ja weggedrückt und das ist ja nichts geworden. Deswegen ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, um was es direkt geht. Warum die jetzt flüchtet oder was das hier für Gründe hat. Aber egal, es soll ja auch Spaß machen und das macht es auf jeden Fall. Grafisch ist es jetzt nicht die Bombe, das muss man schon mal sagen. Ja, also ich gehe mal jetzt vom PlayStation Shellbit aus. Mit R2 gibt man Gas. Mit Kreis schießt man. Mit X macht man Nahkampfattacke, also kleine Attacken, beziehungsweise man kann da kontern. Und zwar, wenn die Gegner so ein Schild, ich hoffe jetzt auch die Lautstärke aus, ich habe das ein bisschen leiser gemacht. Und wenn die so ein Ziel an sich haben, wie jetzt gleich, Moment, dann habe ich mich, ja, zack, dann kann man eine Konteraktion machen. So, jetzt kann man hier angreifen. Also, es kommt mir gerade doch ein bisschen leise vor. Ja, kleine Minispiele, Entschuldigung. Habe ich jetzt verkackt. Jolli. Ach, ich muss das also. Ah, okay, ich muss die drücken. So. Wie ihr seht,
Die haben alle ihr eigenes Leben. Zu spät. Also ich müsste es ein bisschen... Oh yeah. Are you due for a checkup? Offensive systems offline. Yes. Und bla Pablo benutzt man natürlich als Waffe. Drive over one of these and see what happens. Enviami cheque de pago final a mi madre. Ever seen a set this big before? Ja, es gab ja wieder. Ein Bossfight, wie es ausschaut. Habe ich doch schon so weit gespielt, dass wir schon den ersten Bossfight haben. Retribution is here. Was? Eat this. Eat this. Und Piledriver. Level abgeschlossen. Okay. Ja, wir fahren dort einfach und hauen immer ab und haben irgendwelche Sachen. Wir wollen irgendwo hin. Was auch alles in dem Spiel erzählt wird. Hey, hey. Zu früh. Zu spät. Und das Lustige ist, die Sprüche, die die immer sagen, leider eben, wie ihr es seht, ist alles in Englisch. Leider ist alles in Englisch. Was mir echt Probleme bereitet, das zu lesen. Wow. Wenn ich hier gerade ausweichen muss und so. Aber die haben echt lustige Sprüche drauf. Das kann ich schon mal versprechen. Oh, yay! Und ja, und zwischen den Levels kann man dann immer sein Motorrad aufpimpen. Und zwar wird es in drei Sachen unterteilt. Oh. Einmal in Gesundheit, einmal in Geschwindigkeit, Turbo und einmal in Waffen. Und Aktionen. Das kann man dann pimpen. Ja, ich finde das Spiel, wie gesagt, es ist grafisch nicht wirklich mega Burner, aber es macht wirklich Spaß und es ist verdammt lustig und es ist einfach mal was anderes und das gefällt mir daran. Ach, jetzt habe ich vergessen auszuweichen. Abzublocken. Zack, und los geht's. 10 Hit, 12 Hit. Ich hoffe, ihr hört jetzt mein Chillbett nicht klingen. Wow, wir haben den besiegt? Ich dachte, das ist sowas wie ein Endboss. Achso, okay, wir haben den bloß. Mission abgeschlossen. Okay, wir haben den bloß angekratzt, sagen wir mal so. Das ergibt Sinn. Ich habe mal die Maus aus dem Bildschirm hängen. Ja, alles A, sehr schön. Hier, das füllen wir noch auf. Hier, wie ihr seht, da kann man dann immer Gesundheit, Turbo und so, kann man dann Upgrades für Waffen und Technik für den Nahkampf. Ach so, war es aufgeteilt, okay. Da können wir jetzt Angriffe richten, 20% mehr Schaden an. Iris wird vermehrt angegriffen, wenn sie Pablos... Was? Pablo kann jetzt auf 3 Ziele springen. Oh, das klingt doch gut. Das machen wir mit. So. Das schaltet sich dann halt auch immer von Level zu Level frei hier, was man hier machen kann. Ah, das ist gut. Achso, das ist hier hinten. Gas geben verursacht einen Schaden und trägt zu Kombos bei.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Oh, das Geld schon wieder alle. Okay. So, und so wird es dann geupgradet. Es ist nicht viel drumherum, aber es ist doch lustig. Und wie gesagt, ja, ich möchte das gerne überspringen. Ach, es lädt. Hm. Ich kann es aber noch nicht überspringen. Und das Schöne sind auch echt Sequenzen dabei. Das finde ich ganz lustig. Look at the vast celestial formations, Pablo. I've only seen them before in maps of the sky on my computer. Okay, ja, so sehen die Zwischensequenzen aus und weiter geht's. Ich muss mir die Story auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich außerhalb des Angezockts bin. Und es kommen auch immer wieder neue Gegnerarten dazu. Und ja. Ich fand es, wie gesagt, ja lustig, dass es halt einfach passt, einfach in mein Angezockt-Schema raus. Es ist halt ein rein. Ist halt so ein Spiel, was anderes ist. Obwohl natürlich auch normale Spiele in meinem Angezockt kommen, ne, ist logisch, aber. Ich mag halt so Spiele, die, wo ich die Bilder sehe, die jetzt zurzeit war das in der Windows Sales im Angebot. Kann aber jetzt nicht wirklich sagen, wie viel es gekostet hat. Beziehungsweise wie viel es jetzt kostet. Weil die Windows Sales durften, jetzt wird es hier raus. Wo die Filme halt kommen. Oh, jetzt hätte ich. Dürften die Windows Sales vorbei sein? Was? We must reach the safe zone before it is too late. Aha, okay. Alter. Ja. Yeah. Das war die Safe Zone, okay. Ja, ein Turbo drückt man, Nitro drückt man auch entweder mit A, mit X. Oder nochmal Gas drücken. Mit Kreis schießt man, habe ich schon gesagt. Mit X Nahkampfangriff, Viereck waren. Viereck waren Nahkampfangriff, Entschuldigung. Ach, damit kann ich auch. Ich kann die auch von der Straße schießen. Okay, das wusste ich nicht. Und schön hier durch. Jo, und hier kontern wir mit X. Und Pablo immer schön rumschmeißen. Und bam. So. Und da haben wir wieder durch eine Masse geprügelt. Ja. Beat'em up mit dem Motorrad. Hat man noch nicht. Boah. Oh, jetzt, was haben wir denn hier? Und Batum. Es ist echt kompliziert zu lenken, muss man ganz ehrlich sagen. Boah. Du auch. Also falls ihr euch wundert, ja, wir kriegen unten Energie abgezogen. Ich habe bloß schon die Energie ein bisschen gepimpt. Das ein bisschen länger dauert, bis ich Energie wirklich weg habe.
So, das ist halt immer das, was ich finde ich auch blöd. Das bringt immer so ein bisschen das Spiel, den Spielfluss raus, wenn man da was zum... bringt den immer aus dem Spielfluss raus, weil das kommt mit diesen... Alter. Alter. Da war ja noch was. Aber es durfte, das hat irgendwie keine Folgen. Wenn man zu spät drückt. Batz. So. Ja. Mein Kopf, ich bin immer noch da. Die redet den Scheiß, immer wenn der Pablo wieder redet. Wie gesagt, ihr müsst von Anfang an spielen und die Story mitbekommen. Weil ihr Sprachzentrum am Anfang wird zerstört. Deswegen, die redet zwar Englisch. Road Rasher. Ach, das kennen wir doch irgendwo her. Road Rash. Also ich muss auch sagen, dass es, was ich echt lustig finde, ist, dass diese sehr viel auf den Arm nehmen. Wir hatten schon Men in Black gehabt, das habt ihr leider nicht mitbekommen. Wir haben jetzt hier Road Rash. Der Road Rash, ich kenne. Das war dieser... Da mit dem, ja, sieht man ja, mit den Motorrädern, wo man sich gegenseitig auf die Fresse hauen kann. Road Rasher. Sehr schön. Alter. Juhu. Und wieder das. Merkt ihr, dass das bringt ein bisschen raus. Das ist doof. Ach. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ja, Pablo. Da hast du zu tun, mein Freund. Ach, ich hab's voll verrafft. Jetzt hab ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Badabum. Zu früh. Oh, zu spät. Ja, die haben schon wieder versucht, mega actionreich und actiongeladen zu gestalten. Finde ich echt cool. Passt zu diesem Spiel. Ich glaube auch, dass man sich auf solche Spiele einfach einlassen muss. Ich denke mal, das werden viele jetzt hier zugucken und sagen, was für ein Scheiß. Aber es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Es macht Spaß. So, Gesundheit. Nee. Upgrade für Waffen. Könnte man eigentlich noch was machen, ne? Waffen kühlen 50% schneller ab. Hier, Schaden. Zack. Was für ein... Was?
cool. Nehmen wir auch mal mit. Aber die hier, Waffen kühlen runter, schneller. Ja, nehmen wir auch mit. So. Was haben wir denn jetzt hier nochmal? Warte mal, Gesundheit? Ja. Obwohl Gesundheit geht eigentlich, ne? Technik im Nahkampf vielleicht mal noch. 1% mehr Schaden, ja. Und dann haben wir hier noch, Iris, was? Hier wird nach 10 Treffern, so das. Oh, was ist heute mit mir los? Mein Sprachzentrum ist heute lahmgelegt. Ich rede zwar und rede, aber ich sag nichts. So, ja, ich würde sagen, noch eine Runde machen wir. Noch eine Strecke. Und den habt ihr genug gesehen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr es euch ja holen. Ich muss sagen, es macht echt Spaß. Und ich würde aber trotzdem, glaube ich, warten. Ich weiß nicht, wie viel. Ich bin echt nicht mehr so sicher, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, 6 Euro, 5 Euro. Keine Ahnung. Aber ich würde es auf jeden Fall mitzulegen, wenn es im Angebot ist. Ich weiß nicht, ob dann 13 Euro, 14 Euro das ein bisschen zu viel ist dafür. Aber es ist einfach ein Fun-Titel. Es macht Spaß. Also es ist... Macht schon Fun, aber ich glaube nicht, dass er da das kaputt suchtet. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Oh no! So. Alter, will der mich verarschen? Krass. Ich muss sagen, obwohl das eigentlich nur ein, ja, ihr fahrt ja nur und geradeaus und bla bla, ist für das, was das Spiel hergibt, abwechslungsreich gemacht. Also. Ne? Ja, was das Spiel hergibt, nicht. Also, es ist natürlich für ein anderes Spiel, es ist natürlich Mystik. Zack, 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 zack. Oh, Scheiße. Das habe ich vergessen zu blocken. Zack, da kam dieser. Bitte, bitte, Bub. Supreme! Yeah! Park, park. Massaker. Sechziger Combo. Bada boom. So, 67er Hit Combo. Das ist doch was. Rot markierten und zerstören. Ach, da vorne den. Okay, ja, ja. Der ist ja, glaube ich, nicht gerade wenig markiert. Da geht er weg. Ach, wir sind durch den Deutsch gefahren. Ach, wieder solche Kunden. Dann kann man sich auch Kombos holen. Das ist ja lustig. Das ist hier lustig. So. Oh, was haben wir denn hier? Ey. Ey, Molly, mal. Oh. Ich sehe gerade, brennen ist nicht so gut. Alter. Ja. So, wieder ein bisschen Checkpoint erreicht, sozusagen. So. Oh. Ein Sprung. Oh, jetzt können wir wieder aufräumen. Können wir wieder aufräumen, ich treffe mal wieder nichts.
Ups. Me too, Pablo. Me too. Let us take a more visually stimulating path toward Scottsburg, Indiana. Pablo. No tengo casco. No tengo casco. Ich will irgendwie nach Indiana, keine Ahnung, weil da irgendwas ist. Komm, ist lecker. Gut, okay, jetzt schieß nur zum 100. Mal. Ist doch nicht so abwechslungsreich, wie ich meine, was das Spiel hergibt. Also, ich meine, ne? Ich meine, für den Preis und für die, ne? Kann man nicht verlangen, dass wir jetzt, mega Dings rumfliegt. Dass man hier ein. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Dann müssen die Typen da besiegen. 20 Sekunden. 14 Sekunden. Oh, zum Beispiel Scheiße. So, du gehst mal weg. Puff. So. Alter Schwede. Auswertung, Kampfdaten. Oh, nur C. Nein, das war auch ganz schön aufs Neue gegangen. Müssen wir schon mal zugeben. Jetzt kommt er wieder. Bett. Wieder schießen. Alter. Wird man nicht so frech hier. Ich schieße jetzt erstmal ab hier. So. Jetzt bist du noch dran? Tschüss. So. Oh, ein Panzer. Boah, ich krieg das da unten nicht mit. Das kotzt mich an. Das ist so ein bisschen, was mich ankotzt, muss ich sagen. Dass ich da unten das Zeug nicht mitbekomme, was da unten steht. Der Elektriker. Da lang. Guten Tag, wir sind. Ah. Oh, jetzt haben wir den wieder. Hm. Und zack. Und. Jeppa! War das noch so einer? Oh yeah. Putz. Sehr schön. Die Men in Black sind über die Straße gerollt. Sorry, Pablo. Chit-Chat will have to wait until later. Kaputt. Das ist cool, wie stärker die Waffen sind, natürlich, ne? So schnell haben wir die. Oh. Okay, wir haben wieder was zum. Oh Mann, das ist ja gemein. Und wieder Zwischenstand. Auswertung der Kampfdaten. Liebe Karriere. Oh, kein Turbo. Nothing to it, Pablo. We are in the clear. Now, just sit back. Warum nicht? And take in these beautiful sights as we continue on our journey to Scottsburg. Oh. Was? Was müssen wir machen?
Na dann reparieren wir mal schnell. Ach du Sau. Na super. Okay. Das ist ja mal krass. Super. Was ist denn jetzt? Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Wieder was gefunden. Okay. Das ist ja lustig. So, da bleibt ja noch das? Nee. Was ist denn nun schon wieder? Wow. Ja, da braucht ein ganzes Stück, bis der hier mal ankommt, der LKW. Was ist denn nun? Vorsichtig oder was? Mann! Okay. Jetzt haben wir noch eins. Und zwar müssen wir jetzt da müssen wir bestimmt einen Stick drehen. Ich hab's doch geahnt. Los. Los. Selbst in eine. Selbst eine KI braucht Schraubenzieher. Jetzt. Alter. Okay. Ja, das war ja nochmal ein cooler Schluss. Ja, wie gesagt, ihr habt euch jetzt selber ein Bild, habt ihr jetzt gesehen. Ich werde jetzt, ich werde auf jeden Fall das Spiel nochmal von vorne anfangen, weil ich gerne wissen will, um was es geht und was du da unten überhaupt sagt und so. Mal ein bisschen mehr drauf achten. Ja, und ansonsten. Boah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen platt. Wahnsinn, ich glaube, das hat man gemerkt. Und. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Angezockt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis dahin. Ciao. Ach so, und lasst Kommentare da. Und ein Däumchen vielleicht da lassen. Und wenn es euch gefallen hat, kommt öfter sowas. Es kommt hier öfter sowas. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein Abo da lassen. Ja, okay. Dann bin ich jetzt mal raus. Und tschüss. Seasick sailor.